jetzt, wo es nicht mehr um Verhütung geht, jetzt, wo man einfach loslegen kann, Spaß haben kann, da sollte es auch funktionieren. Also, großer Appell an dieser Stelle, sprecht dieses Thema mit euren Frauenärztinnen offen an. Wir sind dafür da, das zu handeln. Wir sind dafür da, euch dabei zu helfen, wie das wieder besser werden kann. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in dieser Folge. Ich freue mich extrem auf dieses Thema heute, denn es geht um die Libido. Ein Thema, mit dem wir GynäkologInnen wahnsinnig viel zu tun haben und noch viel mehr hätten können. Denn es ist auch ein sehr tabuisiertes Thema. Sprich, viele Patientinnen trauen sich bei ihrem jährlichen oder halbjährlichen Besuch nicht, das Thema Libidoverlust, sexuelle Störungen, Appetenzstörungen, Orgasmusstörungen anzusprechen. Obwohl das auch der richtige erste Schritt wäre, das bei seiner Frauenärztin einfach anzusprechen, um auch helfen zu können. Das Thema Libido an sich ist unglaublich komplex und umfangreich, weil es eben nicht nur um ein körperliches Befinden geht, sondern weil es einfach ganzheitlich betrachtet werden muss. Und dazu gehören eben auch intrapersonelle Dinge wie das eigene Selbstwertgefühl, der eigene gesundheitliche Status, Beziehungsfragen, soziale Fragen, wie stehe ich in meinem Beruf, mit meinen Freunden, bin ich glücklich, habe ich eine glückliche Lebensphase. Es spielen aber auch soziale und kulturelle Aspekte eine Riesenrolle und natürlich auch der Organismus Mensch an sich mit all dem, was dazugehört. Und ich möchte mich heute wirklich einmal auf die Hormone konzentrieren, vor allen Dingen in der Phase, wo die Hormone absinken. Dass Hormone eine Rolle spielen bei dem Thema Libido, sexuelles Verlangen, ist, glaube ich, außer Frage. Die Frage ist nur, welche Hormone spielen eine Rolle? Und wie kann ich da vielleicht ein bisschen vorbeugend gegensteuern? Und da kommt natürlich vor allen Dingen eine Phase des Lebens einer Frau in den Fokus und das ist eben die Perimenopause, also der Verlauf um die Wechseljahre. Und wer das Thema Peri-, Post- und Prämenopause überhaupt noch nie gehört hat, den bitte ich, dieses Video hier oben erst einmal anzuschauen, damit man überhaupt weiß, wie unterscheiden sich die einzelnen Phasen. Und ich möchte gar nicht lange drum herum reden. Wenn wir jetzt also die Prä-, die Peri- oder die Postmenopause betrachten, unterscheidet sich natürlich der Hormonverlauf. Und hier werdet ihr um meine absolute Lieblingsgrafik, wenn ich über die Menopause spreche, denn sie zeigt einfach wahnsinnig deutlich, was die Hormone eigentlich in dieser Phase machen. Wir haben nämlich, und das ist das, was ich immer und immer wieder auch in den Seminaren predige, einen Progesteronmangel, der schwerwiegender wirkt, vor allen Dingen zu beginnen, als der Östrogenmangel oder auch der Testosteronmangel. Testosteron ist ja so ein Hormon, wo bei Frauen nie drüber gesprochen wird, obwohl das wesentlich ist, weil aus Testosteron wird ja Östrogen gemacht. Habe ich also wenig Östrogen, habe ich gleichzeitig auch wenig Testosteron und umgekehrt. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Hormone, die die Libido beeinflussen. Und das ist allen voran das Testosteron. Und natürlich auch das Östrogen. Und das Östrogen indirekt und direkt erkläre ich gleich noch. Testosteron ist jetzt das erste Hormon, was wir beleuchten müssen. Denn wir wissen, wissenschaftlich erwiesen, dass der Testosterongehalt auch das sexuelle Verlangen fördert. Hoher Testosteronspiegel zum Beispiel, da spricht man von einer hohen Libido. Beim sinkenden Testosteronspiegel sinkt auch die Libido. Aber wir dürfen nie vergessen, und da spulen wir immer wieder zurück gedanklich, was ich gleich am Anfang gesagt habe, wie komplex dieses Themengebiet ist. Ich kann also nicht sagen, nur weil ich ein gutes oder niedriges Testosteron habe als Frau, stimmt da irgendwas nicht, weil ich Libido-Störung habe. Obwohl jetzt mein Testosteron zum Beispiel gut ist, habe ich trotzdem vielleicht einen Libido-Verlust. Da spielen halt die ganzen anderen Dinge auch eine wesentliche Rolle. Aber wenn wir uns rein auf die Hormone fixieren, müssen wir sagen, ja, niedriges Testosteron, niedrige Libido, gutes, normales Testosteron, normale Libido. Und normaler Verlauf während der Wechseljahre ist, dass der Testosteronspiegel nachweislich, erwiesenerweise, sinkt. Also wesentlicher Faktor auch für das sexuelle Empfinden in dieser Zeit. Jetzt kommt noch ein weiterer Faktor hinzu. Wir sehen ja auch an dem Spiegel der Östrogenkurve, dass das Östrogen langsam sinkt. Aber, wie ihr hoffentlich auf diesem Kanal auch schon gelernt habt, Östrogen ist wahnsinnig wichtig bei der Lubrikation zum Beispiel, bei der Befeuchtung der vaginalen Schleimhaut. Östrogen spielt da eine Riesenrolle. Warum zum Beispiel auch Frauen, die den Vaginalring benutzen oder auch eine Pille benutzen, manchmal
Störungen haben mit der Lubrikation, weil die Eierstockfunktion ausgeschaltet wird, das körpereigene Östrogen, das körpereigene Progesteron eigentlich nicht mehr stattfinden und diese Zellen aber körpereigene Stoffe brauchen, warum auch diese, obwohl sie sich mit der Pille ja Hormone zuführen, manchmal Lubrikationsstörungen haben. Nicht alle, aber manche. Und so ist es auch in den Wechseljahren. Durch den mangelnden Östrogengehalt in der Vaginalschleimhaut gehen auch die Döderleinstäbchen, die Bakterien, die wir dort brauchen, ein Stück weit zugrunde, weil ihnen das Glykogen, das Zuckermolekül, genommen wird, was sie brauchen, um den vaginalen pH, um ihre Milchsäure zu bilden, niedrig zu halten. Wir haben also auch mit Infekten zu tun. Wir haben mit vaginaler Schleimhauttrockenheit, übrigens nicht nur Vaginalschleimhaut, sondern Augen, Haare, Nägel, alles wird trockener und dadurch natürlich auch ein Stück weit rissiger. Heißt im Umkehrschluss auch, ich habe jetzt durch den Testosteronmangel einen relativen Libido-Verlust und dadurch, dass es mir jetzt als Frau in dieser Phase auch wehtut, weil es trockener ist, weil es rissiger ist, habe ich an sich an dem ganzen Akt auch weniger Spaß. Auch nochmal ein Riesenfaktor, der noch on top kommt beim Thema Libido-Verlust. Und jetzt müssen wir auch die beiden Hormone, die wir jetzt gerade besprochen haben, das Testosteron und Östrogen mit der Psyche kombinieren. Denn das Östrogen, man kann es so sehen als natürliches Antidepressivum und das Testosteron ist dafür da, ihr kennt es sicherlich von, naja, sehr testosterongesteuerten Männern, dieses Hormon macht selbstbewusst, dieses Hormon macht stark, auch wenn es manchmal ein bisschen on top ist bei den einen oder anderen, aber dieses Hormon sorgt einfach dafür, dass man Antrieb hat. Es ist ein Hormon, was einen Aufschub bringt und wenn der Aufschub natürlich jetzt sinkt, und das natürliche Antidepressivum Östrogen auch noch sinkt, könnt ihr euch vorstellen, ist das ein Cocktail, der jetzt auch nicht gerade förderlich ist für das sexuelle Verlangen. Also, unterm Strich, bevor wir gleich dazu kommen, was man machen kann, können wir wissenschaftlich rein auf die Hormone fixiert schon mal festhalten, ein Libidoverlust um die Wechseljahre ist ein normaler Prozess, der bei der einen Frau ausgeprägter ist als bei der anderen. Woran liegt das? Weil ihr verschiedene Menschen seid und auch zum Beispiel eine verschiedene Körperstatur habt. Ich habe auch oft schon auf diesem Kanal erzählt, dass ja auch kleinere Fettdepots das Enzym Aromatase haben. Aromatase macht aus Testosteron Östrogen. Das heißt, etwas fülligere Menschen haben einen geringfügig erhöhten Östrogenwert, was auch viele Nachteile haben kann. Das ist ein anderes Thema. Jetzt nicht denken, okay, dann lege ich mir ein paar Funde zu, dann komme ich besser durch die Wechseljahre. Sondern es ist tatsächlich so, dass die eine Frau dann ein bisschen mehr davon zehrt, dass sie noch mehr Östrogen und Testosteron eben bilden kann, als die Frau, die sehr, sehr schlank zum Beispiel ist. Wenn also eine Frau reinkommt in die Praxis, man weiß das Alter, sie erzählt die Geschichte und ich sehe die Körperstatur und ich weiß, welche Medikamente sie zum Beispiel auch nimmt. Wichtiger Faktor, es gibt wahnsinnig viele Medikamente, die auch auf diese Hormonprozesse Einfluss haben. Dann weiß ich ja auch im Grunde schon, was ich therapeutisch machen könnte. Und dazu kommen wir jetzt. Grundsätzlich ist ja die Überlegung, gut, mein Körper hat jetzt ein zu wenig an den Hormonen, die eigentlich wichtig sind für die und die Bausteine, also gebe ich dem Körper doch diese Hormone wieder zurück. Ist ein Ansatz. Und da muss man natürlich auch die Wechseljahrsbeschwerden, die systemisch sind, Schweißausbrüche, Hitzewallung, in der jeweiligen Phase, Prä-, Peri- oder Postmenopause sehen. Oder aber hat die Frau wirklich nur Lubrikationsstörungen aufgrund eines Östrogenmangels, was wir GynäkologInnen zum Beispiel auch ganz normal unter dem Mikroskop sehen können, wie die Zellen aussehen. Ich kann also sehen im Abstrich, da scheint ein Östrogenmangel zu sein. Also könnte ich lokal als Zäpfchen, Creme etc. Hormone zurückgeben, und zwar das Östrogen. Die gibt es als synthetische Form. Es gibt es aber auch als bioidente Hormone, also die körpereigenen Hormone, die es auch als Zäpfchen oder Creme gibt, die man eben dem Körper auch zurückführen kann. Was in eurem Falle jetzt sinnvoller ist, ist sehr individuell, besprecht es bitte mit euren Frauenärztinnen. Wenn man aber sagt, ach, ich habe eigentlich keine Probleme, ich möchte auch nicht so gerne Hormone nehmen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht gibt es ja auch eine Vorerkrankung, kann man natürlich auch mit Feuchtgels, Feuchtcremes und es gibt auch Zäpfchen, die zum Beispiel Hyaluronsäure beinhalten. Und Hyaluronsäure ist ja Wasserbinder. Das heißt, die Feuchtigkeit bindende Funktion von Hyaluronsäure macht man sich in Zäpfchenform zunutze, die man dann vaginal einführen kann. Und das kann auch schon helfen.
Und ja, über die Ernährung in den Wechseljahren, bitte dieses Video schauen, ganz wichtig, kann man natürlich auch noch viel handeln, indem man dem eigenen Körper Phytoöstrogene zurückgibt. Und wenn man Glück hat, funktioniert das auch schon sehr gut. Es gibt also wirklich viele Sachen, die man machen kann, wenn man dieses Problem hat. Und auf einmal lösen sich vielleicht auch partnerschaftliche Konflikte oder persönliche Konflikte, weil man sich nicht mehr so wohl fühlt. Denn auf einmal funktioniert das wieder. Und es macht wieder Spaß und Freude. Und das soll eben die schönste Nebensache der Welt machen. Jetzt, wo es nicht mehr um Verhütung geht, jetzt, wo man einfach loslegen kann, Spaß haben kann, da sollte es auch funktionieren. Also, großer Appell an dieser Stelle, sprecht dieses Thema mit euren Frauenärztinnen offen an. Wir sind dafür da, das zu handeln. Wir sind dafür da, euch dabei zu helfen, wie das wieder besser werden kann. Ich frage immer mal aktiv nach, wenn dann die Frau sagt, nö, alles gut, dann sehe ich es trotzdem meistens bei der Untersuchung und frage nochmal nach, wenn sie wirklich nicht drüber sprechen möchte, dann ist es so. Aber ich spreche es wirklich ein, zwei Mal offen an und das solltet ihr aber gleich beim Kennenlerngespräch eigentlich machen. Dann sagen, ich habe hier ein Problem, wie kann man dem Ganzen Herr werden? Ich weiß, Libido-Gespräche in einem Praxisalltag, die sind sehr zeitaufwendig, weil man eben diese Komplexität natürlich auch besprechen müsste. Aber man kann auch einfach erstmal hormonell gucken, wie sieht's aus bei der Untersuchung. Da schaut man ja sowieso nach und dann kann man ja vielleicht schon die kleinen Stellschräuben dann drehen und dann beim nächsten Termin kann man auch nochmal soziokulturelle, gesundheitliche Aspekte, medikamentöse Anamnese nochmal ganz gezielt angehen. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch einen groben Überblick gegeben, was Testosteron und Östrogen mit euch machen, um die Zeit der Wechseljahre und übrigens auch davor natürlich. Wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt mir bitte eure Themenwünsche, auch was Wechseljahrsthemen angeht, einfach in die Kommentare rein. Und dann werde ich sie peu à peu besprechen. Ciao.